Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den L'Oreal 24 Tage Adventskalender rein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bestellt habe ich den bei Amazon, der kostet knapp 90 Euro, ne? 89,99. Das ist meine Ansage für Drogeriekosmetik. Und ja, hier ist er. Ist ganz hübsch, ne? Los geht's mit dem 1. Dezember, der sehr, sehr leicht sich anfühlt. Hier haben wir den Le Cole Naturel bei Paradise. Ja, das ist ein Kajalstift in der Farbe Midnight Black. Das wird einer zum Anspitzen sein. Und ja, ne, halt ein schwarzer Kajal. Das ist so ein absoluter Klassiker. Ist auf jeden Fall echt gut in diesem Adventskalender aufgehoben. Zwischenebenen haben wir nicht, sodass, wenn ich jetzt hier die Nummer 2 rausziehe, alles ein bisschen nach unten rutscht. Oh, das ist cool. Der Lash Paradise Primer, genau, das ist einmal dieser Lash Primer. Im Prinzip ist es so, meine Meinung, ne, gebe ich mir eine Schicht Lash Primer auf oder mache ich einfach noch eine weitere Schicht Mascara? Die tun sich preislich halt einfach nicht so viel. Ja, also es ist cool, dass es mit drin ist, einfach weil das mal ein anderes Produkt ist und deswegen ist es ganz gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und hier haben wir einen Lippenstift drin. Okay, ich habe mir hier so ein paar Produkte schon mal aus meinem Sortiment rausgefischt, wo ich mir gedacht habe, na, die könnten vielleicht irgendwie im Adventskalender vorkommen. Exakt den hier habe ich nämlich neben mir liegen in der Farbe Crystal Cerise 345. Da zeige ich euch meinen mal. Ich weiß nicht, ob ich den mal irgendwann gekauft habe oder ob der letztes Jahr auch im Adventskalender war. Farblich ist das natürlich ein richtig schöner Ton, ne? So schaut der aus und der hat so Sparkles auch mit dabei. Finde ich persönlich sehr schön. Offensichtlich habe ich den noch gar nicht geswatcht. Das ist ja auch aufregend. Ein wirklich schöner Kirschrotton, wo du halt auch so einen Schein mit dabei hast und auch so ein paar Sparkles. Das ist hübsch. Hier haben wir die Nummer 4. Sehr, sehr leicht. Also auch wahrscheinlich ein Stift. Einen Lip Liner haben wir hier drin. In der Farbe 124 S'il vous plaît. Ach, der kommt mir bekannt vor. Den habe ich jetzt aber so nicht aus meinen Lip Linern rausgefischt. Also möglicherweise habe ich den schon mal irgendwo gehabt. Würde ich jetzt nicht unbedingt in Kombination mit diesem Lippenstift verwenden, weil dafür ist der mir einfach ein bisschen zu dunkel. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 5 sein. Der Tag vor Nikolaus ist hier auch nochmal schön eingepackt. Ach, klar, ja. L'Oreal ist ja nicht so into it, eine Lidschattenpalette herauszubringen, geschweige denn in Adventskalender reinzupacken. Deswegen haben wir hier Monos drin. Das ist ein sehr schöner, tragbarer Ton und zwar der 17 Don't Stop Me in dem Satin Finish. Also das ist ein schöner Ton, den man sich auch komplett so übers Lid geben kann. Das ist gut hier drin aufgehoben. Das mag ich. Nikolaus, der 6. Dezember. Solltest du übrigens auch gerne Teil der Crew werden, abonniere mich doch super gerne und trete meiner wundervollen Community bei. Ich würde mich mega drüber freuen. Hier haben wir eine Augenmaske dran. Auch die haben wir irgendwie jedes Jahr drin enthalten. Die kühlende Serummaske Auge haben wir hier drin mit diesem Revital Lift Filler und Hyaluronsäure. 5 Grad kühlender Effekt. Also im Sommer super geeignet. Im Winter ist mir das ein bisschen zu kühl, auch wenn das natürlich abschwellend wirkt, ne? Aber ja, so ein Oldie but Goldie hier mal wieder. Das zum 6. Dezember, ein bisschen mau. Wohingegen der 7. Dezember etwas schwerer ist, das heißt, ich glaube, ich bin auf eine Pflegeader gestoßen. Yo, da habe ich nämlich von Elvital Dream Length hier die super Aufbauspülung mit dabei für langes geschädigtes Haar. Ich mag diese, ne? Die sind mit 90 Millilitern. Die habe ich immer auch in meinem Backup-Schrank drin, einfach weil ich weiß, dass die einfach gut bei mir funktionieren. Und deswegen freue ich mich auch drüber, dass die auch wieder dieses Jahr im Adventskalender drin sind. Aber es sind schon einige Produkte drin, die mir doch etwas bekannt vorkommen. Sehr. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Aber das muss so, denn in der Umverpackung ist auch extra ein Loch dafür. Das Produkt ist zu groß für das Böckschen. Ja, okay. Überraschung. Mehr Produkt als gedacht. Humor haben sie. In der Farbe 630 Beige Anü habe ich hier nämlich einen, ja, original großen Lip Liner drin. Auch wirklich eine sehr schöne Farbe, ne? Also das ist sehr tragbar, kannst du mit vielen Lippenfarben kombinieren. Ich glaube, hierfür wäre der jetzt ein bisschen zu kühl, aber an und für sich ist es ganz schön. Das ist vor allem hier so drauf gedruckt. In der Nummer 9 dürfen wir uns doch über ein Produkt freuen. Ich wollte schon sagen, oh, vielleicht eine Mascara. Ja! Sehr cool. Das ist die Lash Paradise Mascara in Schwarz, auch eine Originalgröße. Und die hat so ein erdnussförmiges Bürstchen und die macht wirklich ganz, ganz tolle Wimpern. Das ist schön, dass die mit drin ist. Auch das ist ein OG-Produkt, ne? Ich kann euch die ja mal von außen zeigen. Ist die hübscher geworden?
Ich finde, die ist hübscher geworden. Als ich die damals mal hatte, war die nicht so hübsch. Ne? Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. In der Nummer 10 darf es jetzt mit irgendwas Schwerem weitergehen. Vielleicht das passende Shampoo zu unserer Spülung? Nee. Was bist du? Bond Repair Rescue Pre-Shampoo. Stellt gebrochene Haarbrücken wieder her. Aha. Interessant. Das ist auch mit 200 Millilitern sehr wahrscheinlich eine Originalgröße. Die Reihe habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich war so ein bisschen so, nicht, dass das zu sehr wie Olaplex ist. Und dann kann ich das nämlich mit Keratin und dies, das Ananas verwenden. Und dann habe ich Angst, dass meine Haare mir abbrechen. Habt ihr die schon mal ausprobiert? Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Und ob man das auch irgendwie mit allem anderen so verwenden kann. Weiß ich nicht. Aber schön, dass es drin ist, weil es ist ja relativ neu, oder? Und weiter geht es mit der ersten Schnapszahl. Hier habe ich den 11. Dezember drin. Und hier habe ich auch weiter etwas aus der Pflegelinie. Und zwar das Revitalift Filler 1,5% Hyaluronsäure-Serum. Da sind 15 Milliliter drin. Das ist auch aus Glas. Das fühlt sich auch schön hochwertig an. Und ja, auch ein Produkt, was wir, glaube ich, letztes Jahr drin hatten, meine ich, ne? Aber gut, schön. Kannst du bestimmt auch gut als Primer oder so verwenden. Halbzeit, die Nummer 12, ist auch sehr, sehr leicht. Oh, das ist der Infallible Grip Precision Felt Eyeliner. Den habe ich noch nicht. Das ist ja interessant. So schaut der einmal aus, also die Umverpackung, ne? Ich habe diverse Eyeliner von L'Oreal, aber den habe ich noch nicht. Das ist so einer mit einer ganz feinen, mit einem ganz feinen Schwämmchen-Applikator. Die erste Hälfte des Adventskalenders liegt vor mir und theoretisch müssten das ja 45 Euro wert sein. Ja, die Produkte von L'Oreal sind nicht günstig, aber ob wir den damit erreichen? Doch, ich denke schon. Also wir haben eigentlich, glaube ich, einen guten Deal bislang, ne? Aber ja, ist ein schöner Mix, ne? Doch, doch, doch. Aber bislang kommen mir sehr viele Produkte sehr ähnlich vor. Schauen wir mal, wie es jetzt in der Nummer 13 weitergeht. Oh, auch ein großes Pflegeprodukt, was nicht raus möchte. Sei nicht so schüchtern. Ah, ich lieb's. Also wenn Firmen in die Adventskalender Sonnenschutzprodukte reinpacken, bin ich einfach hellebest begeistert. Weil das erinnert die Leute halt auch daran, hey, auch im Winter sollte man Lichtschutzfaktor tragen. Revitalift Clinical, Lichtschutzfaktor 50+, sehr hoher Schutz mit antioxidativem Vitamin C, tägliches Anti-UV-Fluid gegen Fältchen, Pigmentflecken, unsichtbarem Finish hat das. Ein unsichtbares Finish ist für alle Hauttypen geeignet und es schaut so aus. Es ist eine Originalgröße und ich finde es wunderbar. 50 Milliliter sind da drin, ne? Schöne Sache, schöne Sache. Schauen wir mal, wie es in der Nummer 14 jetzt hier weitergeht. Da haben wir wieder dekorative Kosmetik drin. Oh, das ist die Telecopic Mascara. Und zwar die Length Precision Long Comb. Ja, auch eine Originalgröße. Die habe ich auch da. Die habe ich aber vergessen, aus meiner Schublade mit rauszunehmen. Und diese Telescopic Mascaras sind auch wirklich sehr, sehr... Also die haben ein sehr, sehr starres Gummibürstchen, ist es quasi, ne? Und die machen halt auch eine richtig krasse Länge. Man muss manchmal ein bisschen sich dran testen, dass man nicht zu viel Produkt direkt an den Ansatz gibt. Aber das kriegst du schön eigentlich ausgekämmt, sodass die auch einen schön aufgefächerten Effekt macht. In dem 15. Dezember vermute ich jetzt einfach auch mal einen Monolidschatten, weil es von der Größe her zu 5 auch ganz gut passt. Ja, und das ist auch ein sehr schöner Ton, auch ein Satin Finish 19 Mogul. Auch das ist eine sehr tragbare Farbe, die man so auch als wirklich komplett Mono tragen kann. Ne? Oder du machst dir ein bisschen Bronzer in die Lidfalte und das dann wirklich übers bewegliche Lid als Hauch von drüber. Sehr schön. Die Nummer 16, sehr gut eingepackt hier. Zu Recht. Oh, das ist der Bronze to Paradise. Das ist ein Bronzer in der Farbe 03 Back to Bronze. Das ist einmal dieser hier. Ich glaube auch, dass es den gar nicht in so vielen verschiedenen unterschiedlichen Farben gibt. Deswegen ist es okay, dass der mit drin ist. Den habe ich schon da, aber in Baby One More Tan. Oh, die gibt es wohl in unterschiedlichen Farben. Ich habe den in einer etwas wärmeren Farbe. Der ist ein bisschen mehr ocker und der ist ein bisschen kühler. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Ist halt immer schwierig, ne? Einerseits wollen wir, dass hier so Blush Bronzer Highlighter und sowas mit drin ist. Andererseits ist es sehr schwer für die Firmen, das mit reinzupacken. Wohingegen ich Concealer in Adventskalendern gar nicht so sehr feiere. Das ist die Farbe 2N Vanilla. Ja, der Perfect Match Concealer, der ja wirklich großartig ist, ne? Der ist ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Aber diese 2N Vanilla ist halt wirklich für neutrale oder, ich würde sagen, warme Hautuntertöne ganz gut gemacht. Ich meine, den hatte ich auch schon mal. Den habe ich aussortiert, weil er mir zu dunkel war. Also die generelle Perfect Match-Reihe ist halt echt mein Ding. Aber das ist natürlich jetzt abgefahren.
Da machen sie ein bisschen Maybelline, ne? Das haben die ja auch ganz gut raus. Ja, mal gucken. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Okay, hier haben wir auch wieder einen Blush drin. Das ist die Farbe 120. Die hatte ich auch schon mal. Ist mir viel zu hell. In der Farbe Sandalwood Pink. Ne? Der ist relativ glowy und mir persönlich sogar zu hell. Also das ist super abgefahren, dass die diesen Blush in Kombination mit diesem Concealer reinpacken, weil das passt für mich nicht ganz so gut zusammen. Wohingegen ich finde, dass dieser Concealer mit diesem Bronzer eigentlich ganz gut passen würde. Naja, hier habe ich jetzt die Nummer 19. Oh ja, hier haben wir ein Lippi drin enthalten und zwar ist es ein Matte Resistance in der Farbe 115 Snooze Your Alarm. Also das ist auch eine Originalgröße und die Farbe von dem Lippi entspricht halt auch der Umverpackung. Ne? Das ist ein Liquid Lipstick und ich hatte die auch schon mal ausprobiert. Mir persönlich sind die leider ein bisschen zu trocken, weswegen ich die dann auch nicht so behalten habe. Aber na, es ist schön, dass es drin ist und hat man auf jeden Fall mal in Relation zu dem hier auf jeden Fall mal eine andere Textur. Und das hier könnte mit diesem Lip Liner gut funktionieren, wenn du dir so eine Ombre-Lippe machen möchtest, wohingegen der hier fast schon perfekt matches. Der 20. Dezember. Auch hier haben wir wahrscheinlich einen Stift drin. Es fühlt sich so an. Ja, wir haben hier noch ein Kajal. Also wir haben dann quasi drei schwarze Augenumrandungsprodukte hier drin. Infallible Grip Gel Automatic Eyeliner. Okay, es sind halt alles unterschiedliche Formen. Der hier ist zum Rausdrehen, der in der eins war zum Anspitzen und der andere war halt wirklich so ein Eyeliner für, ne, so die Leute, die es halt gerne mögen, sich das mit so einem Schwämmchen-Applikator aufzutragen. Ist halt ein Schwarz zum Hochdrehen, ja. Aber hätte ich jetzt nicht alle drei, ehrlich gesagt, so drin gebraucht. La Grande Numero 21. Was heißt 21 nochmal auf Französisch? Vendée oder so? Weiß ich nicht. Das fehlende Shampoo haben wir hier drin. Für langes und geschädigtes Haar. Auch hier haben wir 90 ml drin enthalten. Finde ich schön, dass sie das hier so, ne, als beide Produkte sind hier drin reinpacken. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, das auch ähnlich beieinander zu haben. Dass man das dann auch wirklich gemeinsam in Anwendung nimmt. Weil vom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bis zum 21. Dezember habe ich sehr wahrscheinlich die Spülung aufgebraucht. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, ist super, super leicht. Auch hier ist ein Stift drin. Infallible Brows 24-Hour Micro Precision Pencil in der Farbe 5 Light Brunette. Es ist ein farbgebundenes Augenbrauenprodukt, was mir safe zu dunkel sein wird. Ne? Da mache ich mir jetzt nichts vor. Es ist von der Idee her gut, sowas mit reinzupacken, aber ey, die haben Blush, Bronzer, Concealer, Augenbrauenprodukt, farbgebunden hier drin. Holla die Waldfee, das ist ein bisschen zu viel, finde ich irgendwie, ne? Auch wenn es geil ist, wenn du halt die verschiedenen Sachen hier so mit drin findest, aber dann hätten sie vielleicht besser ein Augenbrauengel mit reinpacken können, was so transparent ist oder so. Weil genau das hatte ich mir jetzt hier zum Beispiel auch auf Seite hingelegt. Die haben sowas im Sortiment. Ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Okay, die haben es reingepackt, aber ist das das Gleiche? Infallible Brows Volumizing Eyebrow Mascara. Nee, das ist Brow Elimination, das ist noch was anderes. Okay, das hatte ich, glaube ich, schon mal da, wenn es das ist. Und das war mir nicht festhackernd genug, aber ist nicht schlimm. Ich finde es gut, dass die es hier mit reingepackt haben, weil das ist universell, dass du halt quasi, egal welche Haarfarbe du hast, kannst du dieses Produkt verwenden. Das ist gut. Auch in Kombination, dass du quasi erst das Augenbrauen-Farbprodukt und dann das Augenbrauen-Gel hier drin findest. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, die Nummer 24. Also ich fände es cool, wenn die irgendwie ein Puder reinpacken würden in der 24, weil das ist halt auch so ein universelles Produkt. Das können wir alle ganz gut gebrauchen. Ansonsten sind eigentlich ja alle Kategorien ganz gut abgefrühstückt. Ein Primer wäre ganz schön. Oh, vielleicht haben die einen Primer reingepackt. Also von der Größe her ist es kein Puder. Die Nummer 24, Heiligabend. Okay, die befindet sich gerade auf meinen Wimpern und ist gerade eine Etage unter mir. Upsala, ist gerade unten. Das ist die Panorama Volume Million Lashes Mascara, die ich großartig finde. Die ist schwierig im Abschminken, weil man sich dran gewöhnen muss, dass es eine Tubing-Mascara ist. Also denkt nicht, dass wenn ihr Double Cleansing macht, dass es quasi dann von alleine sich auflöst, sondern am besten verwendet ihr das, wenn ihr abends auch duscht, ne? Weil dann durchs Duschen kommt ihr das warme Wasser über eure Wimpern und dann löst sie sich wie von alleine. Sie hält aber den ganzen Tag über bombastisch. Also die hält richtig gut. Das ist so eine
multidimensionale Bürste, nennen die das ja, glaube ich, ne? Dass du halt auch wirklich, wirklich jede Wimper greifen kannst und die macht auch wirklich Wawawoom Lashes. Ich finde die total super. Meine ist jetzt bald leer, deswegen kommt es ganz gut, dass ich hier mein Backup habe. Finde ich klasse. Aber es ist halt noch eine Mascara. Das ist jetzt die dritte Mascara und dann hatten wir noch einen Lash Primer, wobei das geht dann auch schon wieder, ne? Aber in der 24 dann ein Produkt zum dritten Mal, muss man selber entscheiden. Positiv ist, dass wir hier, glaube ich, ausschließlich Originalgrößen haben. Wir haben hier halt auch keine Füllprodukte drin. Das sind alles tolle Produkte, tolle Originalgrößen. Auch schön dieser Mix eigentlich aus der dekorativen Kosmetik und der Pflege, aus der Haarpflege und der Skincare. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass wir hier sehr viele Doppelungen zum Vorjahr drin haben. Ne? Also wenn du halt quasi dir den Adventskalender einfach nochmal wünschst oder selber kaufst, weil du den letztes Jahr so cool fandest, wirst du hier ein paar Mal ein langes Gesicht ziehen, einfach weil du die Produkte schon kennst. Und beim Adventskalender ist es so, nicht nur zur Neukundengewinnung, was auch sehr, sehr wichtig ist, aber auch bei den Bestandskunden, die ja Fans sind und die Adventskalender kaufen, nochmal so ein bisschen neue Impulse zu wecken, dass man zeigt, okay, guck mal, wir haben noch dieses und dieses Produkt jetzt gerade neu im Sortiment oder wir haben jetzt auch irgendwelche, ne, das ist jetzt einfach auch mal ein bisschen anders als letztes Jahr und so, finde ich wichtig. Und hier ist ungefähr, ich würde sagen, ein Drittel identisch mit dem vom letzten Jahr, was ich schade finde. Auch schade finde ich den Concealer bei farbgebunden und zwar sehr, sehr farbgebunden. Bei Bronzer und Blush kann ich das Ganze noch verkraften, um ehrlich zu sein. Bei dem Augenbrauenprodukt ist es relativ universell, relativ, ne? Aber jemand, die halt so blond ist wie ich oder pechschwarze Haare hat, wird dieser Augenbrauenstift nicht funktionieren. Gut finde ich das Augenbrauengel. Also das ist halt wirklich ein Wechselbad der Gefühle und das für 90 Euro knapp ist nun mal eine Hausnummer. Also da sollte halt wirklich die Person, die den Adventskalender öffnet, so gut wie alle Produkte verwenden können und wollen, finde ich, ne? Weil der kostet jetzt auch schon fast genauso viel wie manche High-End-Adventskalender. Das ist echt so. Das ist schon krass. Ja, ne, ihr Lieben, was meint ihr? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wir können uns da super gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.